Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Ich habe mir gedacht, ich nehme doch noch ein bisschen kurz was auf. Und zwar habe ich zwei, drei Sachen geändert. Zum einen habe ich die Zufuhr von Limestone wieder ein wenig erhöht, indem ich einfach mal die Laufbänder abgegradet habe auf Stufe 4. Dazu kommt noch, dass ich den Bohrer upgraden werde. Was ich auch noch gemacht habe, was ich übrigens auch nicht verstanden habe, wie das gekommen ist, dass ich das runtergetaktet habe. I don't know, also wirklich keine Ahnung. War grandioserweise das hier. Und zwar, ich glaube, das hatte was mit dem Strom zu tun, glaube ich. Ja, hier, ihr seht, 100 ist jetzt drinne. Hier sind jetzt auch 100 drinne. Ich hatte das nämlich runtergetaktet auf 50, weil, ja. Keine Ahnung warum. Habe ich auf jeden Fall jetzt wieder hochgetaktet. Was noch dazu kommt oder zusätzlich dazu kommt, ist, ihr seht ja, es wird ja immer. Warte, jetzt muss ich kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also immer 8 Stück hin transportiert. Und das ist auch ganz gut so. Dazu kommt noch, ich bringe es übers Herz, dass ich kurz den Bohrer, wie gesagt, für Limestone upgrade. Dafür brauche ich leider allerdings zwei Portable Miner. Und dann brauche ich noch 10 Modular Frames. Na. Gut. So, dann gucken wir mal, dass wir das auf Stufe 2 upgraden. Was ich auch noch machen werde, zumindest versuche in diesem heutigen Part, ist wegen den Copper Sheets ein kleines Upgrade zu machen. Und zwar geht es darum, dass ich halt von hier hinten irgendwo, wo auch immer das ist, die Kupferquelle ansteuern werde. Und von dort aus noch Kupfer zu meiner Basis bringe. Zumindest in die unmittelbare Nähe. Und dementsprechend, ja, auch nochmal grandioserweise natürlich. Nein, wie soll man es sagen? Mehr Kupfer habe dann, also mehr Kupfersheets. Aber warte mal, ich habe die Power-Dinger vergessen, damit es noch schneller arbeitet. Okay, so. Das sollte reichen. Weil hier splittet es sich wieder auf. Und ja, wie ihr seht, hier Laufband ist das MK4. Hier ist Laufband MK4 auch ohne Ende vertreten. Ne? Und dann geht das auch hier rein. So. Cool. Somit muss ich halt nur gucken, dass ich. Warte mal, warum ist denn eigentlich hier so wenig?
Oh. Wer nicht sagen, aber vielleicht könnte es helfen, wenn ich das Laufband hier mal ein wenig aufmotze. Nur so ein ganz grober Gedanke. Das könnte halt wirklich ein bisschen helfen. So. Und da muss ich das ja auch upgraden, sehe ich gerade, weil ist auch noch MK Bora 1. Also nicht so praktisch, ne? So. Stimmt ja, ich behalte ja immer einen Bohrer bei, weil ja zwei benötigt werden, aka einer mehr, um den Bohrer zu verbessern. Genau. Upgraden wir doch mal alle auf die MK5. Na gut, das brauche ich jetzt erstmal nicht upgraden, aber es kriegt auf jeden Fall jetzt 5er Zufuhr und 4er führt es weiter. Gut, was steht noch an? Genau, Gummizufuhr. Nehmen wir nochmal hier 200 raus, weil wir es können. Und hier nehmen wir gerade nichts ab, weil es nicht produziert, genau. Aber dafür hat es hier schon mal wieder ordentlich nachproduziert. Cool. So. Dann haben wir die 5000 auch bald voll. Was ich jetzt eigentlich mal als nächstes machen könnte. Boah, nee, das kann ich ja momentan immer noch nicht. Scheibenkleister. Ärgerlich, okay. Wie schaut es eigentlich mit den Computern aus? Staunt sich immer noch nicht zurück. Ich habe ja nur eine gewisse Zeitraum rückläufig lassen, ne? Gut, es sind halt die Modular-Dinger, die gerade benötigt werden. Aber die werden ja nicht entstehen und auch nicht kommen. Das heißt, das wird dann doch wiederum, oder? Warte, ich muss jetzt mal kurz mitdenken. Genau. Die Modular-Dinger hier, die werden nicht entstehen. Dementsprechend
kann ich die hier ohne Ende erstmal produzieren. BZW. Ja, das wird sich doch wieder irgendwie erübrigen, ne? Okay, also ihr seht schon, es ist halt ein Heidenchaos, wenn es so darum geht. Aber immerhin haben wir schon mal 168 Stück von 1000. Und ja. Wenn man so über die andere Problematik hier mit den Cooling Systems will ich gerade oder möchte ich gerade nicht reden. Temporär Schüssen gelagert, wie gesagt. Gut, und das sind gerade mal 53, ne? Also da kann da noch genügend Schüssen durchrutschen. Oder? Ah ja, genau. Da werden die Würfel dann drüber aufgeteilt. Portland verteilt. Genau. Supi. Finde ich prima. Aber ihr merkt gerade, ich bin so ein wenig im schönen Sortier- und Prozessiervorgang. Okay, 10 von 10, das heißt, ich muss mal wieder schon wieder gucken. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ja, hier ist kein Rücklauf gerade. Das heißt, hier mal ganz kurz anschalten. Okay, dann muss ich hier vorne noch mal ein bisschen was absnacken. So, das wird dann kurzhand wieder aufgeteilt neu.
Ich kapiere es manchmal nicht, wie die Splits arbeiten hier. Naja. Aber gut, kurzerhand erklärt, ich habe hier wohl wirklich viel an Kram zusammengekratzt schon. Und das ist doch immerhin auch was Gutes. So. Was ich jetzt noch überlege, temporär gesehen, ihr seht ja, dass hier. Ruckel, ihr seht ja, dass hier eigentlich schon regelrecht zu viel Kupfer zurückliegt. Ne? Und ich kann ganz ehrlich davon sagen, dass es eigentlich schon fast viel zu viel ist, als dass es nur für den ja Aluminiumgebrauch ist. Deswegen bin ich auch da an überlegen, ob ich vielleicht zumindest clevererweise sagen kann, okay, ich mache jetzt hier irgendwie einen Buffer rein. Also quasi sowas hier. Und ja, leite dann ein Teil ab und mach danach aber nochmal einen Buffer. Wisst ihr? Dass quasi vor und nach dem Ding ordentlich Kupfer verfügbar ist und auch über schnellere Laufbände, wenn der hier reingeführt wird. Weil ich sag mal so, der untere ist fast voll und das sind ja hier 6 Container, die da ohne Ende verlaufen. Davon geht nur ein ganz kleiner Bruchteil hier rein. Und mit ganz klein meine ich halt gerade mal 5 immer pro Ding, ne? Aber ja, es werden halt minimal mehr von diesen Kupferschieß. Die aber allerdings von da hinten kommen, sehe ich gerade. Also ich habe schon eigentlich eine Zufuhr, die ordentlich arbeiten sollte, theoretisch gesehen, aber es nicht tut. Was ist denn da los, grandioserweise? Ah, so, ich sehe schon. Warte mal, ich habe Kupferschieß. So gesehen. Habe ich Kupferschieß? Ja, doch. Oh boy. Okay, dann haben wir ja doch Kupfersheets ohne Ende, die jetzt da ankommen werden, gerade mal. Genau. Dann produziert das auch wieder ohne Ende. Und ich kann natürlich kurzerhand auch sagen, okay, Kupfersheets hier rein und da rein und dort rein und dann läuft auch das wieder. Okay. Hätte ich mal drüber nachdenken können, dass ich ja aktuell schon Kupfersheets ja auch sowieso schon erhöht habe, die Produktionskette.
Dennoch muss ich ja dann logischerweise trotzdem noch ein Kupfer den Ding erhöhen. Weil nur weil ich da jetzt das Kupfer erhöhe, von der Menge her, heißt das ja noch lang nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Im Gegenteil. Oder? Warte mal, ich guck mal kurz. Aber das ist ja Eisen, was ich in Kupfer verwandle. Ja, ne? Neun Stück sind das sogar. Gut. Und der Witz ist, ich kann hier nochmal das machen. Warte mal, warum mache ich das eigentlich nicht? Und hier noch ein Stück noch von der USW. Ja, nein, vielleicht wegen Strom. Na gut. Ah ja, genau, das wollte ich nachgucken. Ja, ich glaube, ich hatte das mal wegen Strom runter geregelt gehabt, ursprünglich. Hier wird aus gleichem Kupferrohr gemacht. Auf einmal kann es wieder laufen, ne? Ach, ich weiß doch auch nicht. Gut, wie dem auch sei. Ich glaube aber, wir haben schon wieder genügend Zeit verbraucht, ja. Leider. Weil ich bin gerade so ein bisschen an überlegen, wie ich hier noch ein bisschen Optimierung Arbeit reinlegen kann. Noch solange ich nicht das Perfekt da oben habe. Klar, ich muss grandioserweise da oben auch irgendwann mal wieder weitermachen. Deswegen habe ich ja die Planung da rechts auch offen. Aber bevor ich das nicht alles grandioserweise parat habe, bringt es eigentlich fast gar nichts, da oben weiter zu schustern. Weil das Endergebnis ist nachher das, was auch zählt. Sprich, was ausschlaggebend ist von der finalen Stromstärke, die ich dann auch brauche. Aber wenn ich kurz mal nachdenken darf, wir führen ja jetzt aktuell zumindest schon mal hier was zu, ne? Dann können wir ja. Auch damit weitermachen. Genau. Indem wir. Zufuhr weiter planen.
So, da haben wir das kurzerhand auf jeden Fall. Oh, jetzt kommt das nächste Problem. Das sehe ich jetzt erst. Das hätte ich gleich berücksichtigen müssen. Okay, das ist die Zufuhr, ne? Das führt natürlich jetzt gerade nirgends hin. Das soll nur gerade uns eine Option übrigen. Moment, 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 Moment. So. Und zwar wie folgt. Jetzt kommt da eine Kreuzung rein. Yeah.
Warte mal. Ah, ich krieg hier noch eine Krise, eine mittelschwere. So, hier hinten sind zwei, da vorne sind drei. Und hier ist natürlich der herabgehende. Das kann auf jeden Fall. Bis nach hier hingehen. Okay, was sagt die Zeit? 32 Minuten, jetzt doch schon wieder länger, als ich geplant habe. So. Genau, jetzt sind die zwei auf jeden Fall freiliegend und die drei auch. So, das ist ja ranbringend. Das heißt, hier ran, hier nach hinten. Okay, ich habe es jetzt gerade herausgefunden. Das war es noch nicht so ganz. So. Da muss hier auf jeden Fall nee, warte, das muss ja in die andere Richtung zeigen. Dementsprechend muss da Kreuzung rein. Und ja. Jetzt sollten wir es eigentlich haben. Ein offenes Prinzip. Gut, gut. Jetzt habe ich das zumindest nochmal angepasst, weil das war ja auch schon mal fast das Wichtigste hiermit. Ich kann das bestimmt noch schöner machen. Das mache ich doch auch nochmal. Dementsprechend. Muss doch noch ein Stück mehr.
Doch. Dann kann ich das hier und das hier nochmal wegnehmen. So wie das hier. Und das hier. Mach das hier noch einmal. Kreuzung hier rein. Und dann so ran. Na komm, das können wir noch sauberer. Da. Sehr schön. Hier ist dasselbe Thema. Oh. Okay, dann auch da. Bin ich ganz clever. Dann werden wir es erstmal so lösen. Nee, Moment. Das müssen wir anders machen. Ja, das ist schon eigentlich ganz richtig so. Aber ich glaube, das hier wollte ich noch umändern, ganz kurz. Genau. Oh, jetzt passiert hier wieder komische Sachen, die ich hasse bei dem Spiel. Weil ihr seht jetzt ist gerade. Ja, das samt Standfuß. Nein. Jetzt hier die Kreuzung raus. Funktioniert aber noch. Das auch. Warum? Ich rall's nicht. Warum will er denn jetzt unbedingt diesen scheiß Standfuß? Oh Gott. Ich speichere mal ganz kurz. Und lade mal ganz kurz. Es ist doch auch einfach nur noch zum Mäusemelken. Manchmal ist dieses Spiel echt unverständlich. Warum er unbedingt da so einen komischen Grip-Standfuß-Dings machen will. Na. Okay, ich schenke euch auch die Minuten, die jetzt dadurch nochmal entstehen. Von daher bis gleich. Okay. So. Da sind wir wieder. Selbes Spiel nochmal. Jetzt geht's dran. Ich
will quasi also auf diese Achse rauskommen. Und wieder will er es mit dem Standfuß machen. Machen wir das mal andersherum. Ah, okay, so will er es dann nicht mit Standfuß. Ich kapiere es halt nicht. Ist ja auch egal. Manchmal ist das Spiel einfach wirklich hart komisch. So. Jetzt kann ich noch die Halterung für die Decken überall entfernen. Weil nicht wichtig und so, ne? Na gut, war nur noch die eine. Gut, dann habe ich das jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen optimiert. Und die Zufuhr ist gesichert. Jetzt muss ich die Ablieferung auch noch sichern. Was produzieren wir hier? Ein Feststoff. Ne? Das heißt, wir brauchen auch nur dementsprechend eine Luke da unten. Und dann haben wir das auf jeden Fall auch schon mal fertig konstruiert. Beim nächsten Mal kümmere ich mich dann um die Zufuhr hierfür. Und dann um die nächsten Sachen, die ich noch sammeln muss. Weil ich auch gerade schon wieder sehe, ich kann das hier nicht leiten, wenn das sich so komisch zusammenzieht. So. Aber ja. Ah ja, genau. Copper Sheets brauche ich auch noch eine Menge. Die hatte ich eigentlich auch schon fast. Weil hier unten ja, ne, genau. Ohne Ende Copper Sheets vorhanden sind, theoretisch gesehen. Hm. Ich habe einen Clown gefrühstückt, was das anbetrifft, oder? Na gut. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, bedanke mich trotzdem erstmal recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und wieder fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, im nächsten Part dann... Ja, das braucht wieder eine Weile. In einem der nächsten Parts dann werde ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich dann oben mir zwei Kisten hinstelle. Für die ganzen Sachen, die ich da schon zusammengesammelt habe. Aus zweierlei Gründen. Erstens kann ich dann so auf jeden Fall die Ressourcen oben schon mal lassen, die ich noch brauche für die Fabrikation, weiß ich dann ja aus dem Stegreif. Und zweitens, ja, muss ich da nicht lange überlegen. Gut, dann würde ich sagen, bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach im nächsten Part wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage, ich bin raus, euer Slaus, haut rein und ciao, tschüss.